Was tun mit einem Öltanker, der im Meer vor sich hin rottet und droht zu zerbersten? Genau das könnte passieren mit dem Tanker Safa im Roten Meer vor Jemen. Er hat über 1 Million Barrel Rohöl an Bord. Wenn die ins Wasser gelangen, das wäre eine Katastrophe. Die Vereinten Nationen haben jahrelang nach einer Lösung gesucht. Nachdem alle Optionen geprüft wurden, gab es nur eine wirklich erfolgsversprechende. Die UN kauft selbst ein Tankschiff. Nun beginnt die Bergungsmission, um die Umweltkatastrophe zu verhindern. Ein rostiges Wrack vor der jemenitischen Küste. Für Experten ist der vor sich hin rottende Tanker eine Zeitbombe. Die Safa hat mehr als 1 Million Barrel Rohöl geladen. Und es besteht die Gefahr, dass sie auseinanderbrechen oder Feuer fangen könnte, sogar explodieren. Der Tanker wird als schwimmendes Öllager genutzt, als 2015 der Bürgerkrieg im Jemen ausbrach. Seitdem liegt er im Roten Meer und verrostet. Im Jahre 2019 ging ein Team an Bord und machte diese Fotos. Sie zeigen das Ausmaß der Schäden, schon damals. Undichte Rohre, durchgerostete Ventile. Ein kleiner Punkt aus dem Weltraum gesehen, doch eine große Katastrophe bahnt sich hier an. Die Safa könnte Auslöser einer Umweltkatastrophe sein. Ein Leck würde in großem Umfang die Tier- und Pflanzenwelt in und am Roten Meer zerstören, Fischer in die Armut treiben und möglicherweise den Handel durch den Suezkanal gefährden. Die Menschen haben darüber geredet, aber nichts unternommen. Unsere Initiative hat es nun geschafft, etwas dagegen zu tun. Wir werden so lange weitermachen, bis wir Erfolg haben. Die Vereinten Nationen haben über eine Crowdfunding-Kampagne Geld von Mitgliedstaaten, Unternehmen und von Privatpersonen für die Bergungsaktion gesammelt. Mit einem Teil des Erlöses kauften sie ein eigenes Tankschiff, die Nautica. Diese Animation zeigt den Plan. Die Nautica nähert sich der Safa und dockt dann an. Die Ingenieure gehen an Bord, verschaffen sich Zugang zu den Tanks. Sie lassen Pumpen herunter in die Lager und pumpen das Öl auf die Nautica um. Sobald der Tanker leer ist, wird er zum Abwracken abgeschleppt. Die Risiken, dass dabei etwas schief geht, sind real. Und ja, wenn etwas schief gehen würde, müssten in der Tat viele Fragen gestellt werden. Aber wir haben keine anderen Optionen. Vor dem Problem wegzulaufen, ist jedenfalls keine Lösung. Die Vereinten Nationen befürchten, dass die Safa, wenn man nicht handelt, eine riesige Ölpest auslösen könnte. Und darüber möchte ich sprechen mit Manfred Sanden von der Umweltorganisation Greenpeace. Ja, Herr Sanden, welche Risiken gehen ganz konkret von dem Rosttanker Safa vor jedem aus? Ja, der FSO Safa ist halt ein Einhüllentanker. Das heißt, wenn die Hülle einmal durchgerostet ist, gibt es keine Sicherheitsstufe mehr. Dann wird das Öl, was dort drin enthalten ist, auslaufen. Und dann werden weite Bereiche des Roten Meeres mit Öl verseucht sein. Das hat einerseits Auswirkungen, wie wir sie von Ölpests kennen. Das heißt, die Seevögel zum Beispiel oder aber auch die Wasserorganismen werden geschädigt. Aber auch die Fischerei wird sehr stark beeinträchtigt und die ist nun mal Lebensgrundlage Nummer eins in dem Bereich. Mhm. Sie haben es angesprochen. Ist denn diese Situation, die erinnert ja ein bisschen an das Tankerunglück 1989. Der Tanker Exxon Valdez lief vor Alaska aufgrund einer Umweltkatastrophe mit Auswirkungen bis heute. Ist die Situation in etwa vergleichbar? Ja, die ist vergleichbar von der Dimension, von der Größe des Tankers, auch von dem Inhalt, was da drin ist. Das sind ein paar hunderttausend Tonnen Rohöl. Also das wird wirklich oder hätte wirklich katastrophale Folgen, wenn es dann eintreten würde. Mhm. Warum liegt eigentlich dieser Öltanker schon so lange an der Küste Jemens? Naja, der Tanker wurde als Zwischenlager genutzt für Rohöl aus den jemenitischen Ölfeldern. Da haben sich verschiedene Ölkonzerne daran beteiligt, das Öl dort zu fördern und auch zwischenzulagern. Und dann gab es das Problem, dass die politischen Verhältnisse sich geändert haben. Wir haben ja schon wirklich viele Jahre lang eine Bürgerkriegssituation im Jemen. Und die beiden Parteien, die sich da bekämpfen, haben sich auch über diesen FSO Safa nicht einigen können. Und das hat dazu geführt, dass wirklich jetzt viele Jahre lang das Schiff, also dieses Zwischentanklager, muss man ja sagen, nicht mehr gewartet wurde und deswegen vor sich hin rostet.
Und inzwischen besteht sogar Explosionsgefahr. Hat man sich denn jetzt geeinigt? Also wer bekommt das Öl und möglicherweise auch das Geld aus dem Verkauf des Öles? Gibt es da eine Einigung mittlerweile? Ja, das ist eine gute Frage. Wer das Öl letztendlich, wem das Öl letztendlich gehört, wenn es denn abgepumpt wird, wenn es dann erfolgreich abgepumpt wird? Das ist mir noch nicht so ganz klar geworden, wem das Öl dann gehört, ob es den beiden Bürgerkriegsparteien gehört und die das verkaufen oder ob die UNO da noch einen Daumen drauf hält, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Mhm. Welche Risiken gibt es denn Ihrer Ansicht nach jetzt bei dieser Bergungsmission der UN? Naja, da ist ja eine Fachfirma am Werk, das heißt, die verstehen ihr Handwerk. Wenn sie Öl umpumpen, dann haben sie natürlich immer das Problem, dass Leckagen auftreten können. Sie müssen wirklich ausschließen durch vorbeugende Maßnahmen, dass es dort zu einer Entzündung kommt, weil innerhalb dieser Tanklager sich inzwischen ein hochentzündliches Gas gebildet hat, also ein Gemisch aus Luft und leichtflüchtigen Mineralölkohlenwasserstoffen. Die können jederzeit in die Luft fliegen, wenn da zu viel oder wenn da Funken entstehen. Aber eine Fachfirma, die sich mit der Materie auskennt, müsste es eigentlich hinbekommen. Mhm. Die UN-Mission wird ja jetzt. Die UN-Mission wird ja jetzt möglich durch Spendengelder, auch Gelder von Staaten. Beteiligen sich eigentlich auch Ölkonzerne daran? Ja, minimal. Also das sind ein paar Millionen Euro oder Dollar, die da jetzt freigegeben wurden von einem Konsortium, zu dem auch Exxon gehört. Aber das ist ehrlich gesagt beschämend für die Ölindustrie, ne? So lange davon zu profitieren, dass dieser Tanker zur Verfügung steht, dass es eine Umweltgefahr darstellt, aber dann sich mit so einem Almosen dran zu beteiligen, das ist wirklich sehr enttäuschend. Mhm. Wollen wir hoffen, dass die Bergungsmission der UN gelingt. Vielen Dank für diese Information und Ihre Einschätzung, Manfred Sanden von Greenpeace. Danke.